Das gibt's ja in jeder Clique, gibt's ja eine Frau, die ist übertrieben eifersüchtig. Haben wir bei uns in der Clique auch. Ja, und Eifersucht ist ja Verlustangst. Und meistens, wenn du den Typen siehst, dann denkst du, Verlustangst? Und die sagen dann, nein, nein, der Dieter, der kommt doch nicht alleine hin. Der Dieter ist vom Markt. Aber der war nie im Angebot. Da gibt's der Dieter. Ne? Wenn dem eine zu nahe kommt, der kratzt sich die Augen aus. Ja, eine mit Augen wird ihm nie zu nahe kommen. Ne? Den kannst du in Somalia an der Hauptboss anbinden, Kotelett an den Ohren hängen, da geht ja nicht mal ein Köter dabei. Ne? Wenn der in eine Polizeikontrolle kommt, da sagen ja selbst die Bullen, oh, Entschuldigung. Ne? Das wussten wir nicht, fahren Sie bitte weiter. Ne? Ein Kollege fährt mit, damit nichts passiert. Ne? Nein, der Dieter. Wo hast du den überhaupt her, den Dieter? War das so ein Beifang auf der Helgoland-Tour? Hat Ahle Dieter dir den mit in die Tüte gekloppt? Ist auf dem Landjugendfest der Strom ausgefallen? Nein, der Dieter. Bei uns in der Clique, ne? Die macht einen Aufriss. So, und letztens hat unser Dieter im Supermarkt, als er mit seiner Frau da stand, die Blonde aus der Nachbarschaft in der Schlange an der Kasse einfach vorgelassen. Und hat auch noch zu seiner Frau gesagt, das war auch eine ganz nette, ne? Du kannst ja, wie mein Vater schon sagte, du kannst mit einer Frau viel machen, wenn du charmant bleibst. Aber mach eine Frau nicht eifersüchtig. Dann hast du es wirklich am Brennen in der Hütte. Ne? Du kannst besser Iran den Krieg erklären, weil da hast du eine kleine Chance. Ne? So, das Erste, was kommt, wenn Frauen eifersüchtig werden, auf eine andere vor allen Dingen, da kommt ja erstmal immer Nutte. Miststück, Schlampe. Ne? Die macht's mit jedem, kommt auch immer. Die macht's mit jedem. Und du denkst dir, ja, das kann ja sein. Ne? Das kann ja sein, dass die es wirklich mit jedem auf dieser Welt macht. Mit absolut jedem. Aber mit einem macht sie es garantiert nicht. Mit? Dieter. Wir verstehen uns. Ja, natürlich.